Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier bei der Darkness Falls, da wo der Mond wieder rot wird. Beziehungsweise ist er doch, der Mond ist das, ne? Der Mond. Der Blutmond. Der Mond, du scheinst so rötlich. Ihr hört schon, Fuddelmuddel ist auch am Start, Leute. Und hier ist das, wir hoffen, war die Horde überleben zu dürfen. Ja, ich werte gerade mit unserem letzten Cobblestone noch hier ein bisschen das Dach auf. So, genau, da bin ich hochgekommen. Ich pack das mal weg. Ja, Leute, wir haben uns gedacht, naja, wir machen es einfach hier, weil es war nichts Ordentliches in der Nähe. Ja, auf die Schnelle jetzt auch vor allem. Ja. Hätten wir noch clearen müssen und Co., ne? Ja, das wäre ein bisschen... Hätte nicht hingehauen. Warte, schaffe ich den Rest noch? So ein Bührer! So scheiße sehe ich gar nicht aus. Ich weiß aber nicht, was du hast, Fuddelmuddel. Ja, Leute, die Horde steht kurz bevor. Ich guck mal auf die Kills. Sombüra hat 225 getötet. Fuddel ist bei 94. Beide einmal gestorben. Wir haben ein Spielstadion von 46, 44. Und ein Level-Unterschied. Ich bin mal gespannt. Hab ich jetzt ein Glück gehabt? Ich bin gespannt, ob wir das überleben. Ja, ich auch. Ich werde auf alle Fälle ein bisschen mit Fall und Bogen da rumeiern, rumballern. Oh, da kommt gleich Luis. Siehst du, wo die gleich dranhauen? Ja, hier vorne. Die kommen von da, wo unsere Basis ist. Naja, und deswegen habe ich ja die Pfeiler und so wieder hingestellt. So, ich versuche mal. Ein bisschen beschießen, ey. So. Da sind sie jetzt. Hoffen wir mal, dass sie sterben. Ja, die Kotzer zumindest, ne? Ja. Das kann heiter werden. Ja, sag mal, froh, dass wir so viel Leben jetzt noch gekriegt haben beim Buddeln. Ja, von dem Quest, ne? Ja. So, nächste Molly ist unten. Ja. Das andere bleibt uns nicht über, Leute. Sonst hätten wir das nicht auf Cobblestone noch aufwerten können. Ah, ich habe die Mehl ganz vergessen. Die hätten wir noch nehmen können. Boah, die kommen von allen Seiten, alter Falter. Schmeiß noch einen runter. Och, Mann! Sombüra ist Feuer und Flamme. Ja, und gleich tot. Ich hab noch ein bisschen Wasser. Zu eng. Scheiße. So. Sind das für die Zombies? Boah, ey, guck jetzt über die. Alter, die erste Säule ist schon. Oh, was denn? Ich bin gleich tot. Ich hab nichts gemacht. Ich bin tot. Ach. Das Loch ist so klein, ich krieg die da nicht durchgeworfen. Ich weiß nicht warum. Ich halt genau mittig. Mir sehr leid. Scheiß die Wand an. Boah, die hauen das Ding hier komplett kaputt. Ich glaube, wenn wir da irgendwo jetzt... Guck mal, wir haben jetzt hier schon auf Cobblestone aufgewertet, ne? Kannst du aus meinem Rucksack die Molly... Obwohl, ne, die habe ich hier in der... Hast du wahrscheinlich in der Leiste. Am besten nächste Mal keine... Bars da hinsetzen. Einfach nur Rohr. Das ist zu klein sonst. Die sind auf dich fixiert. Ich werf die Mollys von hier. Ja. Aber das ist einfach zu klein und wenn du hier brennst in der Mod, du bist innerhalb von ein paar Sekunden, zwei, drei Sekunden, bist du auf paar Prozente runter vom Leben. Kannst vergessen. Du darfst hier kein Feuer fangen. Das haben wir ja damals mit den Demons schon gehabt, ne? Nee, aber jetzt ist es noch krasser. Also ich habe ja den direkten Vergleich von der A20.
Machen wir da mal nochmal einen rein. Ey, dafür, dass das die erste Horde ist, kommen da aber echt ganz schön viele, du. Ja, das macht Kane extra. Ja, ich habe mich selber in die Luft geworfen. Das ist... Ich kann das halt nicht, wenn das zu eng ist. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ja gut, du hättest ja welche wegnehmen können. Ja. Ich hatte die ja noch nicht aufgewertet. Doch, die waren aufgewertet. Ja, aber nicht auf Cobblestone. Ich habe die nur auf Holz aufgewertet gehabt. Wie die hier einfach frech über den... So, da nochmal einen rein. Da. Bin gleich out of Mollies. Ja, der Händler hatte keine Mollies, sonst hätte ich noch Mollies mitgebracht. Und Mats für Mollies haben wir ja auch nicht. Ne, ich habe keine... Ich habe ein bisschen Sprit noch, aber kein Stoff. Ach ja, jetzt wollte ich ein bisschen schießen, kann ich auch vergessen. Ah doch, geht noch. Ich habe ein Molly noch. Ja. Lass den Pfeiler in Ruhe. Jetzt machst du die Mollies. Oh. Kein Problem mit. Und dann noch die Rohrbomben in der Kiste? Keine Ahnung, wo die sind. Musst du gucken, in der Kiste. Da waren, glaube ich, noch 5 oder 6 Stück. Also Nagelbomben. Ja, oder Nagelbomben, ist ja egal. Jetzt hast du mich getroffen. Weil die kannst du nicht richtig buxieren. Ich müsste irgendwie... Ey, du triffst mich damit. Ja, geh mal auf die andere Seite. Ich bin komplett auf der anderen Seite. Ja. Lol, verarsche Geier. Wow! Alter, was ist denn hier los? Was sind das für Geier, ey? Wo ist denn meine andere Waffe? Da läuft so ein Ghost rum. Alter Vater. Ich werde bestimmt auch gleich sterben. Wow. Vor allem, ich komme ja an meinen Rucksack nicht dran. Ich habe gar nichts mehr. Ich bin jetzt echt im Arsch gefickt. Entschuldigung, na, das piep ich raus. Ja, die 100 Dingen hier komplett ein. Jetzt kommen die auf mich. Ich komme mal zu dir. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, ich hab nix. Ich kann gar nichts machen. Ich bin kampfunfähig. Komm mal meinen Rucksack nicht dran. Jetzt kommen ständig die Geier. Ich hab auch ja, meinen. Dann versuch rüberzukommen und dann müssen wir weg, weil du kannst auch nicht. Gleich platt hier. Du kannst auch nicht mit dem Moped fahren, ne? Weißt du. Ich weiß. Geil, 70 Wellness nur noch. Ja, ich bin gleich tot. Ja, ich glaube, ich bleib dann gleich auch tot. Das mache ich dann nochmal weiter hier. Ah. Alter, ist die Horde heftig, ey. Tag 1 Horde. Ist denn hier nicht richtig? Ja, das Doofe ist... Die wäre wahrscheinlich nicht ganz so krass gewesen, wenn ich mich nicht selber getötet hätte. Mit dem Molly.
Dadurch habe ich jetzt alles an Muni, überall alles verloren, komplett. Ja, du kannst ja versuchen, wiederzukommen, um dich zu looten, aber... Nee, kann ich nicht, weil ich die ganze Zeit Biker am Arsch habe. Ich habe jetzt nur noch Pfeil und Bogen. Kannst vergessen. Und stellen dich Geier. Ja, das Ding stürzt gleich ein. Die werde ich aber auch nicht los, ey, das gibt's gar nicht. Kannst du machen, was du willst, ey, die wirst du nicht los. Oh, wo ist denn der scheiß Geier? Ja, ätzend, die sind... Alter Vater. Richtig abfuck. Boah, ich hab noch 5 Schuss, hab ich noch. Ein Geier ist tot. Oh, ich habe 30 Geier am Arsch. Ja, das Ding ist gleich komplett weg hier. So, das war's. Keine Verbände mehr, da kommen die nächsten Geier. Warum denn, ey? Und Bein natürlich durch. Klar, Biohazard, ich habe alles. Ja, komm, hau mich tot, ich mach nichts mehr. Was? Nee, ich habe aufgegeben. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja, ich bin auch gleich tot. Mach dir keinen Kopf. Das Ding stürzt dir gleich 100 pro ein. Ich habe jetzt keinen Bock, 80 Mal hier wegzurippen und kein Wellness mehr zu haben. Dann bleib ich so. Dann müssen wir einen Cut gleich machen. Und ja, es stürzt ein. Alter Falter. Ah! Ja, ich bin tot. Ah, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Alter Vater. Die Sache ist, wenn wir jetzt hier auf dem Bett, ne, dann sind die ja jetzt hier unter unserer Basis oder ist die Horde jetzt komplett weg? Ja, die sind unter der Basis, da wir kein Dach da drauf haben, haben wir die Geier. Da waren so viele Geier, ich bin noch nicht mal weggekommen. Ich habe mich versucht, noch oben nach hoch zu framen. Ich habe ja nur meinen blöden Sledgey. Den anderen habe ich. Ich habe ja meine Machete und mein Messer habe ich ja gar nicht bei gehabt. Ist ja alles im Lootbeutel gewesen. Und mit dem Sledgey brauche ich gar nicht zuhauen. Beim Rennen. Da habe ich null Ausdauer. Also, es war eine Totgeburt. Ja. Es war eine Totgeburt, wo ich mich selber gekillt habe. Mit dem Molly beim ersten Mal fast tot. Und beim zweiten Mal ist es nochmal passiert. Und dann war ich tot. Du kannst dich ja mal spaßeshalber in einem Singleplayer mal ins Feuer stellen und dann mal gucken, wie schnell du tot bist. Nee, ich glaub dir. Tja, Leute, wir machen jetzt einen Cut und melden uns nach der Runde wieder. Bis später. Aber die Zombies sind jetzt alle weg. Ja, wahrscheinlich, weil wir beide gestorben sind. Ja. Ich spawn mal vorsichtig. Ja. Nee, nicht draußen rumlaufen. Bleib drin, bitte. Wenn dich jetzt ein Zombie sieht, geht das Ding von vorne los. Ja, ich hab, und ich hab da schon geskillt. Wie viel Wellness hast du jetzt? Ich hab jetzt... 62. 55 gerade aktuell nur. Und 62 Max, wenn du auf mich guckst, wie viel hab ich? Du hast 70. Ja, weil ich den Nut geskillt hab. Ja, Leute, das war eine Horde zum Vergessen, ey. Die hat uns kalt erwischt. Uns jetzt kalt erwischt, ey, aber... Holly, holly. Level 22, habe ich jetzt noch irgendeinen Debuff? Warte mal. Oder warum kann ich da noch nicht weiter skillen? Ach, Athletik 20, okay. Athletik auf 18. Hast du jetzt die Aufnahme am Laufen? Ja. Okay. Ich gucke gerade meine Skills durch. Ja, mache ich auch gerade. Ich habe 7 Skillpunkte. Ich
Blunt Weapon 32. Also die sind noch... Ist es nicht spielbar. Falls nicht in der Horde. Ist denn, wo ist denn der Automat? Mal ganz kurz reingucken. 3.05 Uhr. Also haben wir gleich geschafft. Ja. Also hast du jetzt gar nicht unterbrochen, die Aufnahme, oder was? Ist doch egal. Wie, ist doch egal. Also mir hat er gesagt, ne, ich soll nicht da rumtouren da draußen. Ja, ist ja so. Und selber turnst du da rum. Frag mal Red Hair Troll. Wir sind da auch in ich glaube, das war auch die Darkness Falls. Da hat Maeve seine Superbase gebaut, die dann null gehalten hat in der DF. Also die ging gar nicht, die Base. Wir mussten, also ich bin gestorben, weil ich bis zuletzt gekämpft habe. Die anderen sind geflüchtet. So, und dann bin ich neben Red irgendwo im Nirgendwo wach geworden, weil wir waren so klug, haben unsere Schlafsäcke in die Kampfbasis gelegt und die wurden kaputt gekotzt. Okay. Also sind wir random irgendwo hingespawnt worden, im Nirgendwo mit nix in der Hand. Und Red macht nichts Besseres als turnt zum nächsten POI rum, triggert die Zombies und die nächste Welle wieder tot. Das wusste ich nicht. Kam dann nur. Aber das ist so, wenn du jetzt vor 4 Uhr nochmal, ne, weil du jetzt nicht tot warst und ich respawned bin, war ich halt wieder mittendrin in der Horde. Ja, dann kam ich halt nicht zurück. Das ist halt kacke gelaufen, aber beim nächsten Mal bitte keine Bars da irgendwie. Und dann nur zwei frei. Ja, du hast es doch aber gesehen. Warum hast es nicht geändert? Ich habe gedacht, das klappt, aber das ging trotzdem nicht. Ja, nee. Ne? Dann hättest du ja ruhig noch was frei hauen können. Ich habe das ja nur auf Holz aufgewertet gehabt. Ja, ich war im Aufwertwahn, hab gedacht, naja, komm, wenn die Bars. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass du dann meckerst und sagst, oh nee, da falle ich ja dann rein. Das bin zu groß. Nee, nee, ich beachte da schon drauf. Ich habe jetzt nur gedacht, komm. Nee, das sind also nur mal zwei Blöcke so. Ja, aber du hast gesehen, es war ja alles Cobblestone, ne? Und unten waren ja. Das 5000. Hitspot. Guck mal, was die da, wie die das weggeknallt haben, ey. Ja, Alter, aber. Alter Vater. Guck mal, ich hab jetzt über 100 Zombies getötet. Ja. Ja, Leute, so kann's gehen in der DF. Die nimmt dich knallhart Volley. So, wie spät ist es? Die ist doch so einfach geworden. Nee, darf ich jetzt meinen Rucksack looten? Deiner ist der hier, ne? Oder was? Ja, das ist meiner. Deiner müsste noch bei dem. Wie spät haben wir? Ja, 4 Uhr. Jetzt 4 Uhr. Deiner muss hier in dem. Irgendwo hier liegen. Ja, ja, kommen wir. Mensch! Das sind 1000 Lootsäcke, sie geht an dem dran, wo ich dran. Ja, ich war da zuerst dran. Ja. Ne? Kann ja nichts dafür, wenn du so eine lahme Ente bist. Nix da, in meiner Aufnahme siehst du, dass ich vorweg war. Nee. Doch, du bist von hinten, hast du mir durch die Beine gegrabbelt. Nein. An den Lootsack. Nicht oh, doch. Bei mir. Tja, da wäre meine Munition gewesen. Da hätte ich mich noch verteidigen können. Das ging jetzt wieder? Ja. Ja, trotzdem hätte das nichts gebracht. Ich habe ja von der Nebendings, ich habe ja noch ein bisschen verteidigt. Ja, ja. Ich habe ja die Mollys noch von der Seite geworfen, ne? Ich glaube nicht, dass wir da jetzt hätten groß was reißen können noch. Sag mal, die Zombies, die töten, hinterlassen wieder Korps. Ja, ich sehe das. Aber da kam jetzt auch echt viel. Leck mich am Heck, ey. Ja, Ken, schreibt ja, die erste Horde kann brutal sein. Auf so ein großes Dach wäre natürlich besser gewesen, aber... Ey, die haben das instant, die haben das so schnell weggehauen. Als du dann gestorben bist, da habe ich gedacht, okay. So, und hätten die Hunde mich nicht überrannt, wäre ich noch lebend aufs Dach gekommen. Aber ich glaube, dann hätten die uns die Basis kaputt gezimmert. Ja, dann bin ich ja weg von, weil die unten, weil ich da gespawnt bin, dann habe ich Mollys geworfen und dann kamen halt die ganze Zeit die Geier von oben.
So, und da hätte ich mich ins Häuschen da versteckt. Dann hätten die unsere ganze Basis kaputt gehauen. Und deshalb habe ich mir halt gedacht, nee, komm. Hä, weil hier vorne zeigt er nochmal Rucksack. Ja, du bist ja zweimal gestorben. Habe ich mir halt gedacht, nee, komm. So, Leute, und da wäre jetzt nämlich alles drin gewesen, ne? Hier, Machete, die hätte ich gut gebrauchen können. Ja, shit die, happens. Die Machete. Also für die nächste Horde. Also mit der Waffe. Sollten wir uns besser vorbereiten und nicht zu irgendeinem Händler vorher noch fahren. Ich glaube, da wären wir in der Scheune sogar noch besser gewesen. Na gut. Ist natürlich jetzt geil. Wir können noch nichts Wellnessmäßiges herstellen. Das heißt, wir haben es jetzt natürlich noch mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad zu tun. Weil wir weniger Maximalleben haben. Obwohl ich das geskillt habe, kann ich das nicht nochmal skillen? Warte mal. Ich habe das auch geskillt. Lindert Athletic 20, okay. Da muss ich noch ein bisschen laufen. Blunt Weapons. Können die nochmal ein. Ich ärgere mich, ich habe meine komplette Muni verschossen, die ich hatte. Ich hatte 230 Schuss. Ach, das ist der Block-Damage. Lol. Da habe ich falsch gelesen. Also hast du gar keine Heal-Nut geskillt oder was? Nein, nee, was ganz anderes. Das ist ja kacke. So, aber nochmal 40, 60. So, der Kumpel ist geskillt. Ansonsten, warte mal, hier beim Labora. In a Workbench, Concrete Mix and Can Concrete. Steel, den Crucible. So, ich habe den Ingi voll durchgeskillt, also Hammer und Forge. Das heißt, wir können jetzt die großen Forges bauen. Ja. Den Ingi skill ich auch mal komplett durch. So. Dann brauche ich jetzt die Labora-Klasse. Das heißt Level 40. Und den Quest-Chain durchskillen. Hm. Und die Quest ist übrigens abgebrochen, weil ich gestorben bin, ne? Bei dem einen Händler da. Ja, meine auch dann. Ja. So, Level 20 noch? Naja. So, warte mal, kann ich. Besseren Dings kann ich nicht, ne? Ja, aber dann müssen wir uns echt bei der nächsten Horde echt besser vorbereiten. Ja, wir haben mal kein bisschen gemeinert, ne? Ja, und dann auch kein Cobblestone. Ich glaube, da brauchen wir dann schon Beton. Minimum. Und vielleicht ein paar Spikes oder so. Warum höre ich denn ständig hier Zombies? Sind hier Zombies nachgespawnt? Nein. Dürfte doch gar nicht. Wie sieht denn das hier drin aus? Ah, die haben hier auch drin rumgefenstert. Die haben hier rumgehauen. Die haben aber hier ordentlich randaliert, ey. Naja. Und Leute, das haben wir euch noch gar nicht gezeigt, ne? Es wird immer mehr Wasser hier. Wir haben hier Raincatcher gebaut. Dann kann man sich ganz einfach bauen. Einfach mal Rain eingeben. So. Eisen und noch was. Packst du da einfach rein, siehst ja. Dann macht er sich hier das Ding. So kann man halt sich eine Wasserquelle bauen, ne? So. Trink mich mal voll. Könntest du denn schon Dings bauen? Ein Motorrad, wenn wir das hätten? Ich kann Dirtbike-Chassis kann ich bauen. Ein Dirtbike. Nee, das richtige Motorrad. Das Dirtbike hat keinen Stauraum. Und ist utopisch schnell. Nein, Motorrad kann ich noch nicht. So, Leute, ich laufe mal ein bisschen wegen. Kein Dirtbike.
den Skill hochbringen hier. Naja, gut. How goes it? Aber wir sind ja eh schon durch jetzt, ne? Warte mal, abholen. I could really use some help for God. Ja. Normale Quest weiter. Hat der noch was? Warte mal, was hatten der noch gehabt? Einmal zum Wein. Mining Tools. Ich mal mit. Ja, ein bisschen Muni hat er noch gehabt, aber nicht die Welt. Der hat noch Apple Pie. Wellness Pie. Tja, wir müssen jetzt die Wellness wieder hochpushen, Leute. Aber wie gesagt, wir sind auch schon wieder, ja, 26 Minuten haben wir. Ofen Dacho. Dann beenden wir mal die Katastrophenhorde-Folge. Naja, am Ende können wir ja alle wieder lachen hier. Das ist schon mal ja, gut. Mein Gott, so läuft es halt nicht nur bei uns, bei anderen läuft es genauso. Ja, das gehört dazu, auch mal zu failen und zu sterben. Das hat uns echt weggerupst. Wir haben die, warte mal, guck mal. Genau, das sind ja 5000 Blöcke. Wir haben die nochmal abgestützt, mehrere Stützen gebaut und die haben die so weggefenstert, ne? Boah, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Die haben das, ich sag ja, dass das für die nächste Horde mindestens Beton. Also, ist ja der Hammer gewesen jetzt. Und da kamen auch richtig viele. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass bei der ersten Horde so viele Zombies da kommen. Ja, doch, doch. Ja, 1000 Spucker. Kann ich denn den Mixer bauen? Mixer könnte ich auch bauen. Ja, dann sollten wir das machen. Ja. Dann würde ich sagen, doch Gefängnis. Hm? Ja, das ist aber so riesig zum Verteidigen. Ich weiß nicht. Das hat auch nicht. Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Was sagt ihr? Haut's mal in die Kommentare. Gefängnis, Leute. Ja, das muss ja schon rentabel sein. Hashtag Gefängnis. So. Deine Aufnahme, du musst beenden. Ja, ich bin gerade noch am Nachgucken, wie viel brauchen wir denn da? Achso, so viel brauchen wir gar nicht. Obwohl, die Werkbank haben wir doch hier. Mensch, Fuddel, ey, die sagt doch nichts, ey. Was heißt, wenn du so dumm bist? Was weißt du nicht, was du suchst? Ey, kann ich den Mixer? Welding Torch brauchen wir. Welding Torch. Warte mal, das ist der. Hä? Welding Torch, weil ich habe gerade so viel gefunden. Was ist denn Welding Torch? Nur eine Keycard Green. Warte mal. Welding Torch. Ach, das doofe Ding. Ach, dieser Schweißbrenner. Ja. Ja, aber das haben wir nicht. Aber vielleicht hat der Händler das. Ja, müssen wir mal gucken. Auf alle Fälle müssen wir jetzt ja, kleine Brötchen backen, weiter questen. Hoffen, dass wir jetzt ordentlich Loot bekommen. Ja, und uns auf jeden Fall nach, also Mission, ich würde sagen Mission Basis. Auf jeden Fall. Also zweite Horde müssen wir schon ordentlich haben. So, wie heißt das? Welding Torch? Ja, genau. Das ist dieses Ding, was aussieht wie ein Feuerzeug, ne? Jupp. Ne, der hat das hier nicht. Loot only can it be crafted. Es gab in der Stadt Händler, also Geschäfte. Ja, wie heißen die denn? Hier, die wo man Werkzeug bekommt. Werkzeugläden. Ja. So. Die gab's, nee, da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, der hat das hier nicht. Gut. Alles klar, Leute. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Würde mich freuen. Ne? Support, kein Mord. Träumchen wären Träumchen. Genau. Ne? Und dann nächste Folge wieder bei Fuddelmuddel. Wir bedanken uns und sagen bis dahin. Ciao. Bye-bye.